Blöder Arschlochzug! Blöde Hirnbomben! Blödes Angebot! Hey, warte mal, Großer. Was ist denn? Spürst du das da? Was spüren? Ist das ein Trick? Oldschool. Miss Black Ops will uns wohl was mitteilen. Oder? Das ist ein Mixtape. Glückwunsch, Taskforce X. Wenn ihr das hört, hat es immerhin einer von euch zum Einsatzbereich geschafft. Danke für nichts, Shark. Schweig, Australier. Funkgeräte funktionieren so tief unten nicht. Daher muss diese Aufnahme genügen. Hier sind eure Ziele. Kann's kaum erwarten. Ihr seid mit C4-Sprengladungen ausgestattet. Setzt sie alle ein, um die Wand mit der Zeittafel zu sprengen. Geht durch. Dann aufs Dach des Gebäudes vor euch. Von dort kontaktiert ihr mich. Noch genauer ging's wohl nicht. Taskforce X, hier eure Befehle. Wenn ihr sie ignoriert, euch aufteilt oder mir ans Bein pisst, werde ich die Mikrobomben zünden, die ihr euch netterweise in die Köpfe gejagt habt. Falls ihr überlebt, sprechen wir uns noch. Ola Ende. Star City. Warum sollte man Gotham überhaupt verlassen? Ein Teil davon wurde in ein Hochsicherheitsgefängnis umgewandelt. Ja, der soziale Wandel überall heutzutage ist schon erstaunlich. Ja, nur nicht selbst sprengen. 3, 2, 1! Bin ich echt sauer. Der Aufzug ist verriegelt. Vielleicht bringt es was, wenn wir auf den Verteilerkasten schießen. Ist das eine Game Show? Harley Quinn, solltest du nicht vorsichtiger sein? Das ist nicht ihr Ding. Oh, Deadshot. Bis wir rausfinden, wo zum Teufel wir sind, hören wir auf. Waller. Oh, ist das ein Superheldenmuseum? Ich hasse Superhelden. Und Museen. Kenne ich aus dem Fernsehen. Die Halle der Gerechtigkeit. Dann rauben wir sie aus! Idiot! Egal, was Flash gesagt hat. Meine Maske ist nicht nur ein Halloween-Kostüm. Weit, weit weg von hier gibt's den Planeten Oa. Heimat der Wächter. Die Wächter sind wirklich alt. Meinen Kraftring habe ich für euch vergrößert. Denn wisst ihr was? Der ist vielleicht das mächtigste Artefakt. Hinter diesen Türen liegt das Allerheiligste der Justice League. Klingt sehr beeindruckend, oder? Das ist es auch. Im Allerheiligsten beschlossen wir gemeinsam die Gründung der und seitdem ist es... Meine Rüstung stammt von Themyscira's besten Handwerksleuten und widersteht jeder Gefahr. Sie ist ein altes Relikt, weitergegeben von einer Generation zur nächsten. Sieht hart aus, oder? Gar nicht gesehen. Okay, man nennt mich den schnellsten Mann der Welt. Das stimmt. Auch wenn Superman das wohl anders sieht. Den Blitzschlag in meinem Labor bin ich jetzt auch nicht davongelaufen. In einem dieser Kästen muss doch was Brauchbares sein. Hey, Vorsicht mit dem. Ah, shit!
Glass. Alles gut. Was zur Hölle hast du da? Ich dachte, dieses Baby wäre ein Mythos. Ein Speedforce-Handschuh. Damals, als Doc Savannah unbedingt Flash nachahmen wollte. Du fehlst mir. Riddlers Hut der Unsichtbarkeit gefunden. Wo ist denn der Hai hin? Kindisch. Oh, nichts riecht so sehr nach internationaler Attentäter wie ein verdammter Jetpack. Scheiße, da breche ich mir den Hals. Da hast du wohl recht. Jetpacks sind auch eher so ein Deathstroke-Ding, glaube ich. Flossen weg. Der Hut bringt dich nicht nach oben, Shark. Ich komme von selbst nach oben. Na, was sagt man dazu? Haie können fliegen! Okay. Neues Spielzeug, geladene Knarren. Dann mal ab aufs Dach und zurück in die Freiheit. Probieren wir das Zeug aus. Ich habe mir nie viel aus sowas gemacht, aber wenn wir schon mal in Metropolis sind, tja. Ich liebe es. Ich würde es niemals nicht tun. Wenn wir Alarmapparat haben, ich könnte die Tür sicher allein aufbrechen. Aber gegen Hilfe hätte ich nichts. Kurze Frage. Wir sehen das Ding alle, oder? Cool, cool. Na, wenn das mal kein Himmelfahrtskommando wird. Voila! 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 Ach, links. Oi, Voila! Was zum Teufel hast du uns eingebrockt? Das ist ein verdammtes Kriegsgebiet hier draußen. Da fliegt ein riesiger Schädel am Himmel. Glückwunsch, Task Force X. Ihr seid die ersten Agenten, die Metropolis lebend erreichen. Wir senden einen Signaltransponder. Euer Befehl lautet, den Transponder zu aktivieren. Voila, Ende. Nennt mir einen Grund, warum wir uns diesen Scheiß geben sollten. Die Bombenblitzbirne. Morbide Neugier. Voila lässt uns nun mal keine Wahl. Ich würde dann jetzt vom Dach springen. Hm.
ausgejettet. Was ist das denn? Ist das etwa ein Alien? Ich nehme an, das gehört zur Aktivierung des Transporters. Sterb ich neben einem Stahlpickel. Bereit machen! Wie bereit machen? Erschieß die verdammten Dinger! Was zum Teufel sind diese Viecher? Warum rüsten sie so? Zieht eine Waffe! Ja, deshalb wird man niemals nach den Schrotten. Ich höre dich, Quinn. Greife dein Ziel ab! Green Lantern, der uns zur Hilfe kommt. Scheiße. Ihr lila Deppen. Jetzt steckt ihr in der Scheiße. Green Lantern wird... Green Lantern. Toll. Hey, dein Gesichtsausdruck ist immer so... Bla? Dasselbe wollte ich dich auch schon fragen, Quinn. Warte. Lloyd Lawton? Irgendwer muss mal in Arkham die Sicherheit checken. Oh, wisst ihr was? Ich schaue mich gerade für Brainiac um. Gehen wir ein Stück. Sieh mal an, die Widerständler können uns nichts. Brainiac sagt es... Du sagst immer Brainiac, als wäre eine große Nummer, aber ich glaub nicht dran. Brainiac bringt endlich Ordnung in diese Welt. Er macht sie zu seiner Heimat. All das wird bald der neue Planet Kolu. Das war die letzten 3 Wochen... meine Mission. Und freie Metawesen zu schnappen. Wenn ich euch sehe, sehe ich kein Potenzial. Wir setzen euch schon irgendwie ein. Los. Mr. Lantern, Sir, ich... ich bin kein Meta. Könnte ich... Psst. Seht euch das hier an. Pass jetzt auf, Lloyd. Ist echt scheußlich. Aber wenn man erstmal verbessert ist, will man es nicht mehr missen. Fantastisch. Du suchst nach Überlebenden, um Brainiacs Armee zu verstärken. Shark hat's kapiert. 8 Millionen sind schon durch. Diese Freaks respektieren das Kriegsrecht nicht. Wir sollten jetzt zu Brainiac. Bereit für den Schritt? Lantern, zuerst verpasse ich diesem Brainiac 2 Kugeln. Und dann bist du dran. Ja? Vielleicht sag ich ihm, da waren nur 3 Meters. Und eine Leiche. Zerstücke. Flash! Brainiac fragt sich, wie du vom Schiff gekommen bist. Mein Geheimnis. Die League lässt niemanden zurück. Wir kriegen dich hin, Kumpel. Weißt du,
Genau das wollte ich auch sagen. Waller, brauchen Unterstützung. Green Lantern. Du hast uns zu Zielscheiben gemacht, Waller. Green Lantern hätte uns umgebracht, wäre Flash nicht gekommen. Flash ist am Leben? Und noch ein Mensch? Er warf Lantern mit 1 Million Meilen pro Stunde vom Dach. Ihr müsst bereit sein, ihn herzubringen. Macht erstmal eine Aufklärungsroute. Den Rest erfahrt ihr später. Ihr seid hinter feindlichen Linien im besetzten Metropolis. Vielleicht der gefährlichste Ort der Erde. Menschen sind hier nicht willkommen. Klingt wie Gotham. Dieser Brainiac sichert die Stadt mit seiner verdorbenen Armee. Soldaten, Panzer, Drohnen, Patrouillen. Da ist doch ein Riesenraumschiff, das mehr von denen her teleportiert. Seht ihr das? Ich weiß, dass ihr Bewegungsausrüstung geklaut habt. Mit ihr könnt ihr die Straßen meiden. Aktualisiert ständig seine Verteidigung. Er scannt die Gebäude nach Überlebenden. Nichts kommt rein oder raus. Außer mit dem Schädelschiff. Lege neuen Aufklärungspunkt fest. Los! Die Findigkeit der Terraner ist nicht zu unterschätzen. Aus der Hand. Kanone. Touchdown. Brainiac verlangt totale Assimilierung. Begrenzen euren Radius. Entfernt ihr euch, gibt's Migräne, bis ihr wieder im Zielbereich seid. Noch weiter weg, wird es sehr viel schlimmer werden.
aktivieren. Was ist mit den Bürgern von Metropolis passiert? Sind sie Sand? Das sind keine Menschen. Laut DEO-Wissenschaftlern sind das anorganische Rückstände eines Massenenergietransfers. Brainiac hat sich 99% der Bevölkerung genommen. Jetzt räumt er auf. Das letzte Prozent fliegt Touristenklasse statt Massenenergietransfer? Findest du das lustig? Sie werden zum Wehrdienst zusammengetrieben. Sollten wir nicht etwas tun? Haben wir versucht. Das sind Unschuldige da oben. Bisher haben alle Abfangversuche zur Flucht der Drohnen geführt. Setz die Aufklärung fort. Keine Spur von Flash. Moment, wir suchen nach Flash? Ich kann Flash finden. Sprich weiter. Ich bin sensibel, was die Speedforce angeht. Und ich habe einen Sensor in diesem Handschuh. Gut, es könnte sich lohnen, euch leben zu lassen. Captain Boomerang hat die Führung. Rettet Flash. Waller, Ende. Hört ihr? Ab sofort nennt ihr mich wohl besser Captain Boomerang. Los geht's! Der Handschuh führt uns direkt zu ihm. Also, wenn wir in die richtige Richtung gehen. Lasst die Zahlen weiter runtergehen. Dann gehört der Blitzer so gut wie uns. Wir haben Flash nicht gefunden. Er war hier. Ich kann es spüren, verdammt. Ah, eklig. Nicht mitbekommen? Große Invasion. Verbrechen pausiert. Los, versteckt euch. Komm schon, Flash. Du machst daraus eine Riesensache. Habt ihr schon Flash? Tut mir leid, Lady. Er ist gerade ganz schön beschäftigt mit einem riesigen Green Lantern. Flash, hör zu, du hast dich in Brainiac recht getäuscht. Komm zurück zum Schädel. Ich weiß nicht, Mann. Schädelschiff? Hört sich für mich ziemlich böse an. Voraus. Bleib hier! Flash, jetzt mach dich doch mal locker. Brainiac will doch nur reden. So wie er mit dir geredet hat? Hör dir doch mal zu. Das war Gehirnwäsche. Lantern, wach auf, Kumpel. Sieh doch, was Brainiac mit dir anstellt.
rette die Welt. Sieht gut aus. Das ist die Mission der Krieg. Los! Und jetzt lauf! Komm her, bevor ich dir wehtun muss. Du willst mich, Kumpel? Und hier bin ich! Ha! Wie erwartet! Flash hat auf ganzer Linie versagt. Und warum reiben wir ihm das nicht schön unter die Nase, Frank? Ja! Ja! Finden wir den Mistkerl! Und seine Nase! Mobilisiere! Ich überhitze. Hab deine Spur aufgenommen, Flash. Die Mission ist, Flash zu finden. Folgt dem Sender. Wo ist der Flash jetzt, du Genie? Verschwende nicht unsere Zeit. Oh, ihr Kleingläubigen. Wisst ihr, der Flash ist ein Feigling. Wenn er einen Typen wie mich auch nur kommen sieht, schlottern ihm gehörig die Knie. Schlottern schneller als das Licht! Glaubst du, dein atomarer Vibrationsquatsch beeindruckt mich, Mann? Green Lantern hat dich echt vermöbelt, nicht wahr? Ich schulde ihm ein Bier, den elenden Kopf. Kauf Lantern ein Bier, nachdem ich ihn platt gemacht habe. Hey, hier geht's um mich und Flash. Such dir einen eigenen Moment, okay? Ich glaube, es geht hier eher um... Jungs? Hier wird's brenzlig. Flash will zurückbleiben, sie abwehren. Toller Typ. Wenn sie ihn kriegen, töte ich euch persönlich. Wisst ihr, ich glaube, ich mag sie nicht. Waffen bereit, Leute! Die Aliens sind der Fettigkeit, wo man sich nicht auf ihn fixiert! Neue Info. Greift Teile mit genetischen Schilden im Nahkampf an. Kapiert? Schlimmster Drecksfilm, in dem ich je war.